So YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder, ja, mittendrin statt nur dabei. Neuer Tag, neues Glück. Ja, wir haben hier unsere neue Heimat, schlafen in, ich weiß gar nicht, wo wir genau sind, Utschitze, und müssen noch Sachen herausfinden. Und am Abend sollen wir uns hier mit dem Pfarrer treffen. Das ist so die Frage, machen wir bis dahin ein paar Sachen? Der hat doch bestimmt nicht so viel Geld. Er hat auch keine Würfel. Heute ist mein Glückstag, ich spür's. Oh, Kamera ist sehr gut ausgerichtet. Oh, der kann ordentlich. Wir machen aber nur 15. So. Wir müssen eh warten auf den Fahrer. Wir können auch einfach den Tag überbringen. Ich weiß nicht, ob es halt sinnvoll ist, noch andere Aktivitäten großartig zu machen. Wir können das Dorf noch weiter erkunden. Es gibt viele Häuser, die haben wir noch nicht gesehen. Oh Mann, das fängt ja hier gut an. Bin gespannt, was er gleich für Würfel auspackt. Da kommt nicht viel beisammen. 300 gerade mal. Jetzt wird ja verwürfelt, oder? Ah, komm, 350 lassen wir stehen. Besser als nur. Er hat gezinkte Würfel. Zwei Stück auch noch. Boah, direkt 600. Traut er sich? Nee. Gut, dass wir 350 hatten. Oh, das ist gut. 1250. Ich wollte fast F drücken, aber das lasse ich. Damit sind wir 1000 plus. Oh, seine Würfel würfeln echt gut. Hatten wir gerade aber einen Glückswurf, der echt viel hilft. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Einfach in der Taverne sitzen und würfeln hier in dem Spiel. Oh, was denn jetzt? Ach, die Vieren. Wir haben 400. Nee, da würfel ich nochmal. Eine 5 wird noch drin sein. Oder sogar 550. Dann sind wir schon über 2000. Jetzt wird er aufholen. Er wird 1000 würfeln, komm. Oh, doch nicht. Oh, aber die 2 nimmt er nicht. Ich hätte gedacht, er nimmt die 400. Jetzt sind seine Gezinken zumindest schon raus. Kein Glück. 1150 im Plus. 1... 2, 3, 4. Ich lass das. Mal sehen. Das sieht gut für uns aus, aber ein Wurf kann hier alles ändern. Ja, die Tonabmischung in dem Spiel ist halt wirklich ein bisschen, ja, schlecht, nicht wahr? Manche Sachen sind zu leise, manche zu laut. Man kann ja, oh no, schlecht eine gute Einstellung finden. Aber 300 würfel ich nochmal. Um alles zu abdecken, 400. Dann sind wir auf 3000, das ist okay. Dann brauchen wir 950. Ich glaube, manchmal ist es sogar schlecht, dass er gezinkte Würfel hat. Oh, das nimmt er. Ich höre ihn zum Beispiel ganz schlecht nicht. Man hört ihn so gebrubbelt. Oh, na, nichts drin. Noch 800 brauchen wir. Ne, 900 immer noch. Oh, aber warte mal. Das zählt nicht. Schade. Dann nur die 5. Ja, machen wir. Also dann sind wir... Wenn er jetzt nicht durchkommt mit einem genialen Wurf... Sowas zum Beispiel. Und er würfelt nochmal.
Und er hat auch noch Glück. Gibt's ja gar nicht. Was ist das denn? Das ist ja nicht mal ein richtiges Symbol auf dem Würfel. Oh, er ist über 2000, aber das sollten wir doch schaffen, oder? 450. 1, 2, 3, 4, 500. Und damit haben wir gewonnen. 15 wunderbare, herrliche Groschen. So kann ein Tag doch hier wunderbar starten. Ich glaube, wir haben auch alles abgelegt, oder? Essen. Wir sind relativ satt, aber ich würde sagen, ein Bier geht immer. Oh, wir können lesen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir setzen uns einfach in die Taverne und lesen ein bisschen. Hier beim Wirt setzen wir uns mit hin. Inventar. Lesen. Klingt wie ein Wiesel. Hast du je versucht, diese übergroßen Nager zu jagen? Und wie lief es? Nu, jetzt weißt du es, warum Hempelitz so teuer ist. Oh, ich habe noch nicht die Fertigkeitsstufe erlernt. Was geht denn das? Stufe 5 bei Agilität. Was haben wir denn? Stufe 4. Okay. Ja, dann hilft uns das nicht viel. Aber wir können in unsere Truhe und vor allem, ich weiß, was mir fehlt. Nicht hier in der Taverne stehen, bitte. Das Pferd ansehen. Nee. Gefährten, hier. Pferd. Reitzeug. Inventar. Genau, die Dinger brauchen wir nämlich alle. Die können wir verkaufen gehen. Aber wir können nicht rennen. Wo war denn der Händler? Der war hier hinter. Das ist zum Beispiel... Ich glaube, man kann vom Händler... Kann man auf die Satteltaschen zugreifen? Wahrscheinlich. Guten Tag. Ich habe es bisher nicht gesehen. Lasst uns handeln. Möge Gott mit dir sein. Warnkopf, Tab, Subtab, AD. Nee, da kommt man echt nicht ran anscheinend. Weil sonst hätte ich das ja gemacht. So, unsere Kettenhaube ist die bessere. 278, Vermögen ist nur 379. Okay, hierfür zahlt er nicht viel. 362. Oh, jetzt wieder aufpassen. Wir wollen die Dinger rausnehmen. Mit E entfernen. So. 306, 359. Wir wollen noch falschen. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Und warum nicht? 330, komm. Was sagst du dazu? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Er ist Mittelpist. Dann gehen wir auf 320. Ja, das sollte passen. Oh ja. Sehr gut. Können wir uns wenigstens schon mal bewegen. Wie spät ist denn gerade? Ist 12 gerade mal. Was haben wir denn noch im Dorf, was wir uns angucken gehen könnten? Hier die Ecke, da waren wir noch gar nicht. Und hier unten auch eigentlich nicht. Metzger, Pferdehändler, die Seite hatten wir. Hier war der Bauer. Aber ich denke hier hinten... Ah, ich kann nicht spurten, weil ich überladen bin. Ach, die hatten keinen Schmied, oder? Oh, die hatten hier gar keinen Schmied. Aber beim Bogenschießding hinten können wir hin. Machen wir das so lang. Entschuldigen Sie.
echt umständlich hier mit dem Hochklettern. Eine Truhe, da packen wir die Sachen mal rein. Die Kaftane, die leichten Helme. Und dann sind wir da schon wieder ordentlich was losgeworden. Dolch, Fackel, Pfeile, das hatten wir alles weggepackt, nicht wahr? Dörrfleisch, das können wir wegpacken, das können wir eh noch nicht lesen. Groschen, können ein paar Groschen wegpacken, aber... Ja, nicht, wenn ich überfallen werde, sterbe ich so oder so. Also helfen mir die in der Truhe eh nix. Wetterschnäpse. Packe ich mir auch ein paar weg. Noch mehr Tränke habe ich auch nicht. Verbände nehmen wir auch ein weniger mit. Auch wenn sie nicht viel wiegen, nicht? Es summiert sich. Jetzt sind wir unter 70. Können wir 30 Kilo tragen. Das ist doch schon mal angenehmer. Oh. Dann auf. Zum Bogenschießen. Ich glaube, das war die Straße hoch. Hier hinter. Jawohl. Hat fast geklappt. Naja, du kannst da stehen bleiben, Pebbles. Wir wollen mit dir reden. Wie läuft's? Bogenschießwettbewerb. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Bestimmt lässt sich jemand finden. Zuerst erkläre ich dir die Regeln. Dann tu das. Du schießt 7, 13 oder 21 Pfeile. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh bringt einen Punkt, der weiße Ring 2 und der Kreis in der Mitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 Punkte obendrauf. Die Runde endet, wenn alle Pfeile verbraucht sind. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich, Wetten abzuschließen, um es spannender zu machen. Verstehst du? Je besser deine Gegner, desto höher der Einsatz. Gut, ich habe alles verstanden. Natürlich. Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und ziele oder schieß immer nur auf die Strohballen. Sonst bist du raus, klar? Jawohl. Jawohl. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich einen passenden Gegner. Anfänger. Fortgeschrittener? Nee, wir machen Anfänger. Ich bin Anfänger. Macht nichts. So bekommst du etwas Übung. Mhm. Anfänger schießen 7 Pfeile pro Runde. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Lebe wohl. Ihr könnt schießen. Oh. Was war denn das? Du Scheiße, ich kann ja mit dem Bogen gar nicht schießen. Ich komme ja nicht mal weit mit dem Bogen. Ach du Kacke. Ich komme ja nicht mal bis da ran. Wow. Ein Treffer. Okay. Der Bogen ist, glaube ich, noch nichts für mich. Der ist auch kaputt. Den habe ich nicht repariert. Ja gut, 10 Taler, das kann ich noch verkraften. Wir haben ja gerade 15 gewonnen. Du darfst doch beim Wettbewerb nicht weg. Du bist raus. Was? Das reichte schon. Okay. Gott sei mit dir. Aber wenigstens bricht so der Wettbewerb ab. Schade, ich dachte, ich kann die Pfeile danach wenigstens einsammeln. Aber anscheinend nicht. Okay. Gut, dass wir das getestet haben. Stellt euch mal vor, wir wären auf Banditen getroffen. Dann wäre ich jetzt tot. Gut, ich wäre so oder so tot, aber ich wäre noch schneller mehr tot mit diesem verilschen Bogen. Ich hoffe, ich habe den anderen noch nicht verkauft. Ich hoffe, ich habe den da noch drin. Ich meine, ich heb mir den auf hier.
Waffen-Shit. Wir haben keinen Bogen mehr. Aber das ist blöd. Um nicht zu sagen, das ist richtig scheiße. Wir hätten nur Pfeile hier. Das heißt, ich kann nicht mehr Bogen schießen jetzt. Oder nur Nahdistanz. Dreck. Leute, schaut euch diese Melonen an. Eine wunderbare Leckerei. Greift zu. Ja. Na gut. Dann reiten wir hier mal weiter. Und wer ist er? Dorfbewohner. Ja. Ich meine, ich glaube, die Häuser interessieren einen hauptsächlich, wenn man Dieb ist, nicht wahr? Dann kann man da einbrechen, Sachen klauen. Aber wenn man nicht Dieb ist, dann helfen die einem auch nicht so viel. Du bist nur Wanderer? Anscheinend. Ist da ein Lager? Da ist so ein Lager. Da war doch auch irgendwo eine Windmühle. Wir reiten auf den Hügel. Da ist ein... Nee, ich dachte, das ist ein Bildstock. Aber ist es gar nicht. Ich glaube, hier ist auch die Map zu Ende. Aber wir sind relativ weit da. Ist die Windmühle. Reiten wir zu der. Haben wir die auf jeden Fall auch erkundet. Ich glaube, bei der war ich auch noch nie. Wenn die nicht in irgendeiner Quest auftaucht, war ich hier oben noch nie. Wir können noch wieder ein bisschen Kräuter sammeln. Aber wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, die zu verkaufen. Also nur für wenig Geld. Wir müssten da schon nach Thalmberg für. Hier wohnt gar keiner, kann das sein? Mal gucken. Nischt, oder? Man kann hier irgendwie rauf. Oh! Oh! Eine Schatzkarte. Schatzkarte 8. Da! Lesen. Bei Ratai. Ledetschko Richtung Ratai. Okay. Dachte, das ist hier in der Nähe. Aber Ledetschko Richtung Ratai. Das heißt hier irgendwo. Au. Das ist... Dann laufen wir mal hier so ein bisschen lang, aber ich denke mal, hier wird er jetzt sagen, nein, ich habe noch was zu erledigen. Teufelsfurche. Okay.
Okay, die Map ist doch noch weiter hierhin, als ich gedacht hätte. Aber hier ist der Rand der Map. Hinter wird er was sagen, oder? Auch noch nicht. Ich kann jetzt nicht weg. Ah. Ich habe Verpflichtungen. Ja. Oh, Rehe. Ja. Da. Aua. Das Reh hat mich vom Pferd gestoßen. Ich bin ja richtig benommen. Ich kann da auch gar nicht laufen. Na warte, die Rehe. Ich habe Glück, dass ich keinen Bogen gerade Jagdpfeil. Spitzpfeil. Nee. Wir nehmen hier den einfachen, den wir. Gewöhnlicher Pfeil ist noch besser, nicht? Oh. Das macht keinen Sinn. Oh, ein zerbrochener Pfeil. Aber noch ein Pfeil, auch zerbrochen. Ja, ich glaube, das ist nicht... Ich meine, das bringt immer ein bisschen Geld. Gewöhnlicher Pfeil. Einen konnten wir retten. Zwei sogar. Mohnblumen. Also sind auf jeden Fall selbstmordgefährdet. Oh, der flog mal echt weit. Komm her. Naja. Zerbrochen. Ich glaube, wenn wir uns hier hinhocken, laufen die automatisch an uns vorbei. Kann das sein? Renn doch! Ab in die Ecke treiben. Naja. Ah, okay. Also, was halten wir fest? Wir haben ein Problem mit dem Bogen. Ich darf ihn nicht mehr ziehen. Schöne Scheiße. Also, selbst im Nahkampf hilft er mir nicht mehr. Das ist ungünstig. Ich kann das Gebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Ja, sollst du ja auch gar nicht. Wir wollen ja hier auf dem Weg. Ein Nest! Hier war doch irgendwo ein Zelt. Ja. Da wollte ich mal gucken. Ich hoffe, gleich wird auch Abend, dann können wir endlich zum Priester. Eine Stunde oder so können wir überspringen. Aber warum soll ich den ganzen Tag rumstehen, wenn wir hier gleichzeitig auch noch erkunden können? Dann haben wir die Ecke zumindest abgefrühstückt. Da ist es Zelt. Scheint es halt nicht so viel zu geben. Wir gucken einmal. Oh, nicht. Also bis auf die Windmühle. Ja. Über das Zelt reiten wir dann zurück. Ja. Oh, hier ist ein Weg.
Kein interessanter Ort? Okay. Da. Oh. Den Zorn habe ich nicht kommen sehen. Da ist das Zelt. Habe ich keine Kumaren, die mich vom Pferd schießen. Sollte ich hier absteigen? Da sind auf jeden Fall Menschen. Da seht ihr, da flackert immer einer auf. Da ist er. Ah, das ist nur ein Wanderer, kann das sein? Du bist nur Wanderer. Okay. Nicht, dass da ein Bandit auf uns wartet. Das sind Ruinen. Da sind auch gerne Banditen hinter. Ich nehme mal lieber die Axt raus. Schlafen und speichern. Langstreckenpfeil. Na, die nehmen wir. Pfeile können wir immer gebrauchen. Interessanter Ort. War mein Badehaus, kann das sein? Ja. Gut, die Pfeile kann ich nicht nehmen. Tja, bis auf ein paar Pfeile. Wenig hier los. Ja. Na gut. Auf ins Dorf. Da sollte ich vielleicht die Axt wegstecken. Könnte ganz gut klappen. Ja. Ja. Mal gucken, ob der Fahrer schon da ist. Hier ist doch ein schöner Abstellort für unser Ding. Aber es ist noch nicht spät genug. Oh, dann warten wir einfach mal eine Runde. Solange können wir ja selber was trinken. Prösterchen. Immer noch nicht. Okay. Lust, ein bisschen zu würfeln? Wir vertreiben uns die Zeit auf andere Weise. 50? Nee, 50 ist echt zu viel. Nochmal 15. Möge der Bessere gewinnen. Die anderen werden schon kommen. 1, 5, ja, nur die 1. Eine 5. Oh, warte mal. 3. Ah, nee, eine 2 fehlt. Jetzt können wir keine Straße mehr kriegen. Ja, kein Glück. Ja, gut, aber 250. Was soll ich damit? Ah, er hat auch wieder die Sheetwürfel. Ach, er ist der gleiche.
Jetzt kommen die Leute langsam in die Taverne. $400 Eins. Ah, jetzt fehlt die 2. Oh, das wäre richtig gut gewesen. Es ist ja doch genau wie vorher jetzt die Runde. $800 lassen wir. Oh, kein Glück beim ersten Wurf. Das ist übel. Schon wieder. Aber wir machen das so und lassen die 700. Dann sind wir auf 1500. Das ist schon mal ein gutes Polster. Ich habe nur einmal erlebt, dass der andere beim ersten oder bei einem Wurf auf einmal ausgemacht hat, indem er alles gleich hatte. Aber es kann passieren. Eins. Tja, fehlt schon wieder die 2. Komm, 3 Einsen jetzt wenigstens. Nix dabei. 200. Pff. 300. Dann machen wir weiter. Ah, nix. Ich meine, klar werden es dann 1800, aber... Was ist... Ah, jetzt hat er 1000. Okay. Jetzt müssen wir uns auch vom Kleinvieh ernähren. Er lässt die 1000 sogar stehen. Oh, nur eine 5. Oh, kein Glück. No. Ein Bier bitte. Ja, genau. Ein Bier bitte. Sehr gut. So ein harter Schlagabtausch. Schon wieder nur eine 5? Das kann es doch nicht geben. Was sind das für scheiß Würfel? Eins, zwei, drei, vier. Weiß nicht, das zählt nicht. Hier, wohl bekommst. 3,50. Okay, 400 lassen wir. Oh, damit wir mal ein bisschen wenigstens höher kommen. Wir brauchen unbedingt den besseren Würfel-Skill. Das lässt er, oder? 500? Ja, jetzt sind wir gleichwertig wieder. Das müssen wir mal aufholen. Eine schöne Straße. Oh nee, 2 nehme ich aber jetzt nicht. Die sind nämlich nur 200 wert. Komm, jetzt mal schön 4 Sechsen. 3 Sechsen wegen Sinn. Okay, 2 Einsen. Ah, nix. Aber was soll ich mit 250? Ich frage mich, was sein Symbol da ist. Das ist doch voll der Nachteil, wenn er das gar nicht benutzen kann. Zapf mir ein Bier. Oh, jetzt sollten aber auch die anderen langsam in der Taverne sein. Oh, das lässt er, oder? Ja. Hier ist es schon. Nee, macht er nicht. Oh, dumm. Oder Glück. Kein Glück, ja. Die Vieren sind schon nicht schlecht. Von 500 lasse ich. Ist gut, ist gut. Hm.
3, 5. Ein Bier, bitte. Ah, jetzt hat er 2, 6. Jetzt müssen wir nachziehen. Und wir sind am Anfang, das heißt, er ist besser als wir gerade. Warum nicht eine 4 mehr oder irgendwas? 3 Sechsen, komm. 4 Sechsen. Drei Einsen. Ah, eine 6. Shit. Ah. Ein Humpenbier für mich. Er würfelt zum Glück nicht wesentlich besser. Aber ein Wurf kann alles ändern. 4 Einsen wären 2000 oder so, nicht? Ja, oh. Bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Okay, jetzt sind wir... Er würfelt auch nochmal, ja? Er ist so risikofreudig wie ich. Scheiße, jetzt gewinnt er. Auf die Frauen, Gott segne sie! Wenn er jetzt 3 Einsen hat... Das lässt er. Ja, aber nächste Runde gewinnt er, das heißt, wir müssen jetzt ranziehen. Ich hätte die kleinen Summen vielleicht doch nehmen sollen. Aber wir würfeln auch einen Scheiß zusammen. Ich muss. Und wir haben Glück gehabt. Jetzt können wir nämlich nochmal neu würfeln. 1, 2, 3, 4. Hilft nicht. Ich kann nicht mehr. Wenn ich jetzt nochmal gewürfelt hätte, hätte ich mich geärgert, aber jetzt wird er gewinnen. Ah, 4, 5, er hat gewonnen. 1100. Ah, ich hätte würfeln sollen. So, Vogt, Dorfbewohner, wo ist denn der Fahrer? Immer noch nicht hier, der Gute. Dann warten wir mal nochmal. Ich glaube, 21 Uhr ist abends. So. Vogt. Pavel. Dorfbewohner, Wirt. Wo ist denn der Fahrer? Ach, hier drinnen hockt der. Pater Godwins Konkubine. Pater? Hier. Josef? Möge Gottes Segen mit dir sein. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Möge Gottes Segen mit dir sein. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Okay, ich muss mich wirklich hinsetzen. Ich dachte, er setzt mich automatisch hin. Wäre auch zu einfach gewesen. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Wo ist sie hin? Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Aus Galitz. Ich bin aus Galitz. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Auf die Frauen! Meine Eltern, mein Mädchen und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt.
wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Das hat er auch. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha, nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Oh doch, leider schon. Diesmal übertreiben sie nicht. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Mir ein Bier. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Prost. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Auf gute Gesundheit. Da bin ich wohl in der Sackgasse gelandet. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Oha. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Ein Bier für mich. Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster.
Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und antworten ihm dann in der nächsten Folge. Bis gleich.